zuvor. Bei MyLab hypernerdisch, statistisch und wissenschaftlich analysiert. Das erklärt Ihnen Mighty. Genau, Ranga, das stimmt. Ich möchte wissen, was steckt hinter den Berichten? Dahinter steckt ein schöner Gedanke. Wenn Sie Kinder haben, die das Wissen der anderen einsammeln können, dann besorgen die sich das Wissen dieser Welt. Eine faszinierende Welt, die nicht jeder kennt. Hör auf dein Herz oder ist mir vielleicht nur langweilig. Das ist doch Grund genug, es mal auszuprobieren. Dies ist ein Video, wo ich MyLab detailreich analysiere, kritisiere, parodisiere und triviale Fakten erzähle, Expertenwissen vortäusche und dabei trotzdem so etwas wie Unterhaltung kreiere und nostalgisch werde. Also lehnt euch zurück, schnappt euch Tee, Chips, Popcorn und Kekse und lasst euch filmtechnisch berieseln. Viel Vergnügen bei Folge 3 und freut euch ein bisschen über triviale Fakten, wie zum Beispiel. In allen bisherigen MyLab-Videos kommt das Wort Keks ca. 23 Mal vor und das Wort Tee 70 Treffer in 47 Videos. Tja, einfach so habe ich euch das jetzt erzählt. Das wolltet ihr gar nicht wissen. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachwerden oder zum Zeitvertreib, wenn man eigentlich gerade andere wichtige Dinge zu tun hat. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und schön brav alle Medienauftritte von Mai gesammelt. Das müsste jetzt alles Material allein von 2020 sein. Eigenschaften. Allein um sich das in Normalgeschwindigkeit einmal reinzuziehen, braucht man schon 3 Tage. 3 Tage nonstop. Ich habe das übrigens gemacht, aber ich habe viel gelernt und teile jetzt meine Erkenntnisse mit jedem, den es interessiert. Ja. Viel Spaß, los geht's. Ja, los geht's. Ich habe die Excel-Datei aus den Vorgängerjahren ergänzt und erweitert. Mais Medienpräsenz. Aufgeteilt in Fernsehauftritte, eigene YouTube-Videos, sonstiges Webmaterial und Audio. Die meisten Fernsehauftritte kann man sich in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen runterladen und ich habe dazu mediathekviewweb.de benutzt. Hier die Endgrafik in ihrer vollen Schönheit. Blau ist die Anzahl der eigenen YouTube-Filmchen und wie Sie sehen, wurde das im Jahr 2020 von den anderen Medien total verdrängt. Fernsehanteil ist aktuell am größten, aber auch die Podcasts haben zugenommen. Aber was sagt die Absolutanzahl schon aus? In der Grafik oben links, da geht's jetzt nur um die MyLab-Videos. Die dicken Balken blau, die Videoanzahl. Und die dünnen grauen stellen die aufsummierten Videolängen dar. Soll den Trend veranschaulichen, dass einzelne Videos immer länger geworden sind. Hier ist meine schönste Videodauer-Übersichtsgrafik. Die 3 kürzesten Videos stammen alle aus dem Jahr 2017. Das längste ist das Klimawandel-Video aus dem Jahr 2019 mit 26 Minuten und 18 Sekunden. Platz 2 und 3, Schulen und Kitas und Aludeos, sind beide aus dem Jahr 2020. Was einen bei den MyLab Social Blade Daten sofort anspringt, ist die Tatsache, dass das Rating 2020 nicht ganz so top war, wie noch in den Vorgängerjahren. Das heißt, die fallen Zahlen. Die Zahlen fallen. Hier schön farbkodiert, doch das soll uns nicht beunruhigen, denn das hier wird natürlich wie immer eine freundlich gestimmte Analytik. Ja, woran könnte das liegen? Ich als Chefanalytikerin habe mir das mal angeschaut und auch nicht zu viel reininterpretiert. Das hier sind die Ratios der MyLab-Filme. Links 2019, rechts 2020 und hier oben links die Formel. Das grüne Symbol steht für die Anzahl der Daumen hochs und das rot-orange Symbol für die Daumen nach unten. Die schlechteste Ratio ever hatte das Video Corona hat meine Meinung geändert mit 66,1%. Und ich muss selbst mal schauen, ein Wechselbad der Gefühle. Erster! Weißt du was, ich gehe jetzt nochmal raus und komme wieder rein, nur um nochmal so zu machen. Ich hab da was im Gesicht. Alter, ey, ich wollte nur mal meine Meinung sagen. Das war keine Beleidigung oder so. Das war überhaupt nicht so gemeint, Alter. Sprich mit der Hand, das Gesicht interessiert es nicht mehr. In diesem Video forciert sie meiner Meinung nach, die Idee, dass Wissenschaftsjournalisten ihre Beiträge mehr durchreferenzieren sollten. Höhere Standards, genau wie in der Wissenschaft, werden hier angebracht. Unter anderem. Wo ich jetzt im Nachhinein so viele Interviews mit Mai gesehen habe, habe ich festgestellt, viele ihrer Veröffentlichungen überschneiden sich inhaltlich. Und dieses Thema scheint sie besonders beschäftigt zu haben. Ich habe ja an der RWTH Aachen studiert und bei der digitalen Jubiläumshow hat sie dieses Thema auch mit verwurstet, was mich gleich zum Kern meiner Bewertungs-Ratings-These hier führt. Noch nie war es so schwierig, sich verlässlich zu informieren. Was hilft? Medienkompetenz. Quellenkompetenz. Medien- und Quellenkompetenz. Ja, Wissenschaft darf doch auch hinterfragt werden. Es ist ja nur richtig, nachvollziehen zu wollen, woher die Wissenschaft das weiß. Im Grunde genommen ein Plädoyer für jeden kritischen Hinterfrager. So kann man es natürlich auch sehen. Mein starker Verdacht mit dem Clickbaity-Videotitel Corona hat meine Meinung geändert. Wurden womöglich eine Reihe von interessierten Viewern auf das Video gelotst, die vermutlich gedacht haben, dass Mai eine andere Meinung konkret zu Corona bekommen hat. Leute mit dieser Erwartungshaltung wurden bitter enttäuscht. Der Titel dieses Videos ist insofern irreführend. Ja, das wäre jetzt eine geile Punchline, aber eigentlich kann man so nicht sagen. Aber komm, es ist ein YouTube, fuck it. Weißt du, ich meine? Ich bin auch manchmal so ein bisschen clickbaity mit den Titeln und Thumbnails jetzt. Ich finde es völlig legitim, die Leute, also zum Beispiel im Titel irgendwie so ein bisschen
zu ärgern. Ja, ist auch überhaupt zuzuspitzen, so lange, es darf nicht passieren, dass jemand nur den Titel liest, das Video nicht schaut und dann eine falsche Idee kriegt, eine falsche wissenschaftliche Idee, das darf nicht sein. Aber wenn man was Wichtiges zu sagen hat, also wenn man die Priorität so rum hat, dann versuche ich alles, um die Reichweite zu steigern, weil das müssen jetzt möglichst viele Leute sehen. Nur andersrum darf es natürlich nie sein, dass ich mir überlege, ach ja, was hat denn letztes Mal gut funktioniert, klickmäßig oder wie auch immer, und das mache ich jetzt. Ja, Immer vom Inhalt ausgehen. Ja, man sagt auch, don't judge a book by its cover. Und das ist so wahr. Natürlich geht es darum, was im Buch steht. Es wäre wirklich naiv zu glauben, dass das Cover keine Rolle spielt. Der folgende Abschnitt soll verdeutlichen, warum der eigentlich total geheime und sich ständig ändernde YouTube-Algorithmus auch Science-Creator dazu bringt, solche Techniken anzuwenden, um gesehen zu werden. Dann sage ich jetzt einfach, fuck you, Algorithmus, es gibt Wichtigeres als dich. So, bitte nicht aufregen, denn das ist fast die gleiche Grafik wie eben. Deshalb blau ist wieder dieser Bewertungsmaßstab für die Videos nach dieser Formel hier. Und neu auf der Sekundärachse in Orange, die erreichen Views pro Video. Und auf der X-Achse sind die Videonummern abgebildet. Ich habe den Maximalwert auf der Sekundärachse auf 2 Millionen begrenzt, denn das geht eigentlich bis 6,5 Millionen hoch, aber so sind halt die niedrigeren Werte mehr aufgestretched. Das ist zwar ohne Konfidenzintervalle, aber die brauchen wir ja gar nicht. Graphen enthalten Fehlerbalken und Konfidenzintervalle. Der Trend ist ja oben in der Tabelle zahlenmäßig aufgedröselt. Die Views pro Video haben sich von 2019 bis 2020 fast verdoppelt. Dafür ist aber auch die Bewertung etwas zurückgegangen. Soll heißen, größeres Publikum, aber auch durchmischteres Publikum und nicht nur die größten Fangirls, so wie mich. Und das wird jetzt gerade einem breiteren Publikum viel ersichtlicher. Beispielreferenz: Der australisch-kanadische Science-Influencer Veritasium ist mir das erste Mal auch erst durch so ein virales Video begegnet. Now you may have seen this thumbnail on YouTube. I mean, I can actually basically guarantee that YouTube has been shoving this in your face, like click, click, click. It all starts with the YouTuber life cycle. So here you have Veritasium, Numberphile, and ASAP Science, three educational YouTube channels, which all follow a fairly similar pattern on Google Trends. Also ich erinnere mich noch sehr gut an 2018. Das war schon ein sehr, sehr verrücktes Jahr. Es ist einfach ein bisschen viel, Freunde, dieses Jahr. Es ist einfach ein bisschen viel. Da war ich dann an einem Punkt, wo ich so dachte, so jetzt habe ich mehr erreicht, als ich je gedacht habe. Und jetzt kann es ja eigentlich nur noch bergab gehen. Okay, Google, Trends, Veritasium, vergleichen. MyLab, ja. Der Peak war April 2020, also ein eher untypischer Verlauf. Das hier war das Corona geht gerade erst los Video, das ja so ein bisschen viral gegangen ist. Wer ist da noch berühmt? Wen kann man denn noch vergleichen? Physics Girl, keine Ahnung. Ranga Yogeshwar. Oh, ich mach nochmal ab 2004. Ranga Yogeshwar im März 2011 on the top of the Trendreiter. Was war denn da los? Ich glaube, das war Nuklearkatastrophe Fukushima. Fukushima, wie man das auch immer ausspricht. Ja, das war's. Da war Ranga Yogeshwar anscheinend Experte. Wenn wir jetzt in der Schule davon ausgehen, jede Klausur dürfte mit Google geschrieben werden oder so. Was für Kompetenzen werden da man trotzdem noch verlangt? Die letzten 12 Monate. Mai in Rot ist klarer Gewinner. Sophia Transistor war noch nie Trend. Also wenn man sich nur MyLab betrachtet, ein großer Sprung nach der Pause, das muss man erstmal hinkriegen. Aber auch interessant hier, 2004, war das schon mal trendig, MyLab? Ein Wert von 10, was ist das, Prozent? Man weiß es nicht. Und hier der Eigenname, / Künstlername, Mighty Nguyen Kim, war sogar noch trendiger als MyLab. Well, the obvious answer is the algorithm. Der YouTube-Algorithmus, was möchte er? The obvious analogy is that you're really just seeing the tip of the iceberg. Views, watch time. They also reduce the latency of the algorithm. Now, I can understand why the algorithm has to change. I mean, in the early days of YouTube, it was this situation where if you had subscribers, you were golden. Reducing the importance of subscribers means increasing the importance of sensationalism and clickbaity thumbnails. This is also called yellow journalism. And so I met Mr. Beast. Going viral, you can boil down to two metrics: watch time, high click-through rate. So that is the total number of clicks on your titles and thumbnails divided by the number of times that title and thumbnail have been shown. You can have a great video, but unless you have a great hook to get people in, it's not going to go viral. Das wirft jetzt die Frage auf, allerdings nur an alle übrig gebliebenen Zuschauer, weswegen das nicht ganz repräsentativ ist. Which MyLab content sparks joy to you and the science world? We want to give you the things that you want to watch, and you indicate your desire by clicking on them. If the YouTube platform becomes like a real clickbait site, who wants to go there? What types of audience will come there? Will there even be an audience for educational content? But I think there is a bit of hope for the future. And what I've heard is that the direction YouTube wants to go is optimizing for long-term, satisfied watch time. Well, YouTube is experimenting with surveys. They will hopefully allow us to come to a different place where the algorithm isn't just about click-through rate and watch time, but it's also about
satisfaction, how much you're driven to come back, how much you really love the content. Eine Verbindung zu den Bedürfnissen des Jetzt hat für viele Creator über die Jahre aus dem Hobby einen Beruf gemacht. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich. Chemie-Creatorin MyLab zum Beispiel trat 2020 in den Tagesthemen auf und hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, nachdem sie jahrelang auf YouTube chemische Phänomene erklärte. Auch nach der Pandemie bleibt sie für viele der erste Anlaufpunkt, wenn Menschen dazulernen möchten. Eine Goldie-Referenz aus dem Jahre 2018. Wenn ich selbst mit meinem öffentlich-rechtlichen finanzierten Kanal auf YouTube bin, bin ich natürlich auch in der Versuchung, ich möchte natürlich da auch bestehen. Ja? Letztendlich müssen meine Videos auch gesehen werden und die müssen ja auch sichtbar sein, damit sich das auch für mich lohnt als Creator. Der Algorithmus ist ja auch entsprechend so gesetzt, dass werbefreundliche Videos dann mehr gepusht werden. Selbst wenn ich nicht von Werbung bezahlt werde, beobachte ich ja trotzdem, was gut auf YouTube funktioniert und was nicht. Und das ist auch so eine Sache, wo ich immer wieder selbst sagen muss, okay, ich möchte natürlich, dass viele Leute mein Video sehen, aber deswegen bin ich froh um einen guten Aufhänger, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass man keine Kompromisse macht auf Kosten der Lehrqualität, ja, oder auf Kosten der wissenschaftlichen Inhalte. Ja, wie wir damit zum Beispiel umgehen, ist, dass wir, wenn die Auftraggeber kommen mit Themen, ne, die müssen einen Kontrollverlust zulassen, also die müssen loslassen. Es ist ganz klar, dass wir sind die Instanz, die prüft, dass die Inhalte journalistisch fundiert sind, aber die sind ansonsten raus. Die können das Video am Ende natürlich abnehmen, ne, ob es ihnen gefällt. Und die distanzieren sich teilweise auch in den Videotexten, um sich da auch als Stiftung oder so freier zu fühlen, dass sie sagen, unterstützt von der So-und-So-Stiftung, aber die Stiftung distanziert sich von der Meinung dieses Creators. Es ist seine Meinung und wir brauchen auch Haltung, damit diese Diskurse stattfinden, die wir ja pushen wollen. Also lassen wir da auch zu, dass wir nicht mehr wie früher so vage sind. Und was sind die Themen, die in deiner Community, die Fragestellungen, die stattfinden? Was sind deine Bedürfnisse? Was ist dein Zugang? Warum ist das Thema für dich wichtig? Und da ist der Auftraggeber dann außen vor komplett. Und wir sind tatsächlich penibel genau mit jeder einzelnen Quelle von jedem einzelnen Wissenskontext, der auftaucht in einer Art und Weise, wie es ja, also nicht getoppt werden kann. Also das sind noch so Parameter, wo wir versuchen einfach auch eine Kredibilität zu wahren. Ich möchte darüber gerne irgendwann mal ein eigenes Video machen über Video, Inhalte, Referenzen, Referenzierung und sammle ab jetzt Kommentarvorschläge zu diesem Thema. Ich habe jetzt noch keine konkreten Ideen, wie man das jetzt sinnvoll in die Praxis umsetzt. Vielleicht fällt euch ja was ein. Es könnte in etwa so aussehen. Eine Quellenkompetenzanalyse am Beispiel eines MyLab-Videos. Das Hyperbrain-Video, superintelligent durch Brain-Machine-Interface. Erstmal haben wir hier den YouTube-seitigen Hinweis, dass Funk ein öffentlich-rechtliches Angebot ist. Und in den Shownotes in der Videobeschreibung steht ein Autor namens Dennis Eckmeier, Redaktion Lars Dittrich, Grafik Melanie Gard, Redaktionsleitung, Produktion und Schnitt Mighty Nguyen Kim, featuring Raoul Krauthausen und weitere Quellen. Wie sieht die Referenzierung im Video aus? Ein super Scroll durch ein Paper? Die Bildquellen befinden sich zwar in der Videobeschreibung, aber im Video gibt's keine Bildtitel. Hauptsächlich Creative Commons? Ja. Was ist Flickr? Ja, keine Ahnung, darf man bestimmt verwenden. NASA Medienarchiv, wow. Top Quelle. Ich sehe gerade, diese Batteriefotos wurden nicht unten referenziert, also wahrscheinlich hat jemand selbst fotografiert. Dieses Foto hier hat auch keine Quellenangabe und ich hoffe mal, dass der Typ da hinten sein Einverständnis gegeben hat, aber so ganz genau kann man ihn auch nicht erkennen, also von daher okay. Eine In-Video-Video-Referenz, sehr gut. Eine sehr schöne Selbstreferenz mit Gauss-Scher Unschärfe. Übrigens, cleaned by Adblock for YouTube. Und wo wurde das hier aufgenommen? Ist das das Arbeitszimmer von Mai oder ist das der Lars mit seinem Handschuh? Ich glaube, das war Melanie. Übrigens ist die verwendete Hintergrundmusik nirgendwo referenziert. Was ist das für Musik, die da läuft? Was ist das? Pack mich das? Komm mir bekannt vor. Bei diesen zwei Referenzen frage ich mich, was das graue Unscharfe da im Hintergrund ist. Ah ja, das ist auch schon die Auflösung. Das war der Hintergrund für diese Referenz. Hier der Hinweis auf weitere Infos in der Videobeschreibung, aber in der Endcard kein weiterer Hinweis auf den Autor oder sonstige Redaktionsmitglieder. Dabei ist hier links noch so viel Platz dafür. Vielleicht könnte man das noch als kleine Anerkennung dazu schreiben, falls man mal in ferner Zukunft das Video ohne Beschreibung dazu sehen sollte. Wie könnte man In-Video-Referenzen gestalten? Ein Ausblick. Eine gut gemeinte Idee und der entscheidende Schritt in eine saubere Zukunft, so sollte man meinen. Die Schwankungen müssen mit Strom aus Kohle und Gas ausgeglichen werden, sonst bricht das Stromnetz zusammen. Die Wurzel draus gezogen, alle 3 Kilometer eine Windmühle in Deutschland, dann wandere ich aus. Das können wir doch messen. 92 Zentimeter. Puh. Wir werfen wie immer einen wissenschaftlichen Blick auf das Thema. Unterscheidet deutlich zwischen Fakten, Hypothesen und persönlichen Meinungen. Was sind jetzt Fakten? Fakten müssen wissenschaftlich und unabhängig bestätigt sein. Wie dem auch sei, zurück zu Zahlen, Daten, Fakten und der Auswertung. Die beste Ratio hatte, wer hätte es gedacht, Nummer 158 über Cannabis mit 96,2%. Wieso darf die sich Chemikerin des Vertrauens nennen, wenn sie nie über Drogen spricht? Weil Drogen genau. Halt ein bisschen cool sind, aber...
das war's dann auch schon, ja. Das beste Video aus 2019 war das Baby-Ankündigungsvideo mit 98,6% und das schlechteste die Pharma-Verschwörung mit 88,3%. Und ich finde diese Grafik jetzt noch nicht überladen genug, deswegen müssen da noch ein paar Flächen rein. Tada, die Endgrafik in ihrer vollen Schönheit. Themenvorschlag. Was sich bei MyLab 2020 geändert hat, sind so ein bisschen die behandelten Themen. Kommen wir also endlich zur Thematik der Themeneinteilung. Hier oben, das ist 2019, darunter 2020. Die möglichen verschiedenen Themengebiete sind fast 1:1 übernommen worden. Ja, und wenn einige Themen dominant sind, müssen andere weichen. Rausgeflogen sind Musik und Kunst, Technik, Sport und Gaming und Umwelt. Also Klimawandel gibt's noch, war aber nicht so aktuell. Schlagzeilentechnisch punchline-los. Aber um es für mich ganz abzurunden, musste ich noch was hinzufügen, und zwar die Kategorie Wissenschaft und Methoden allgemein. Ich denke, das äußere Geschehen hat die Themenauswahl maßgeblich mitbestimmt. Ergebnis-Säulendiagramme. 10 Themen habe ich zur Biologie eingeordnet. Deswegen sind die Themen Biologie und Biotechnologie so stark vertreten. Aber meiner Beobachtung nach ist das auch sowieso ein Trend im Wissenschaftsjournalismus. Die meisten scheinen Naturwissenschaftler zu sein. Seht selbst. Mai ist Chemikerin. Lars ist der Biologe, Schlafbiologe. Und Jens ist Psychologe, Neuropsychologe. Und hier sagt das sogar selbst in eigenen Worten, was er ist. Ich habe in Tübingen Psychologie studiert, habe dann in Heidelberg in der Neuropsychologie promoviert. Interessant. Und Melanie? Melanie ist echte Journalistin und Motion Designerin. Macht doch mal ein Hinter-den-Kulissen-Tutorial, wie man Motion designt. Ich als Elektrotechniker hatte an der Uni einen Wissenschaftsjournalismus-Filmkurs belegt, der ausgerichtet wurde von der Fakultät Nummer 1, Biologie. Also da waren nur Biologen, die sich für Wissenschaftsjournalismus interessiert haben, und eine Elektrotechnikerin. Und ich habe mir da schon immer so gedacht, ein Ingenieur-Journalist sitzt doch da total in der Nische. Ich habe damals gedacht, was für eine Nische, das fehlt. Wissenschaft als Menschen. Egal, weiter geht's mit der Themeneinteilung. Ja, und manchmal wusste ich nicht, wird das jetzt ein bisschen politisch oder doch nicht, und dann habe ich das einfach zu Gesellschaft und Ethik gezählt. Die reine Kategorie Politik gibt es zwar immer noch, aber für mich war es halt eher gesellschaftskritisch und nicht politisch motiviert. Das ist natürlich dann trotzdem gesamtpolitisch eine schwierige Sache. Zur Kategorie Psychologie direkt habe ich jetzt nur noch dieses Depressionsvideo gezählt, deswegen ist das hier so wenig. Ich denke, das Ganze ist psychologisch, glaube ich, ein bisschen knifflig. Medizinische, biologische, gesellschaftskritische Themen an der Spitze. Ansonsten fand ich es dieses Jahr irgendwie ein bisschen unvielfältig und wünsche mir demnächst mehr Technikthemen. Aber das lag bestimmt auch daran, dass es insgesamt weniger Videos waren als noch in den Vorgängerjahren. Politische, wirtschaftliche, soziale und wissenschaftliche Inhalte auf nicht wissenschaftlichen Social-Media-Kanälen platzieren und mit YouTuberinnen demokratische Werte festigen, was eins unserer Hauptsteckenpferde ist. Sondern wir versuchen tatsächlich nicht nur die sinnliche Ebene hören und sehen, also da was anzuregen, sondern zu emotionalisieren im Sinne von, da stehen Freunde, vermeintliche, nahbare Menschen, die zur Peer-Gruppe gehören, also die der Community anhören, die sagen, ich kenne deine Lebensrealität, ich bin so alt wie du, ich mache auch gerade Abi oder Ausbildung oder Schule, und die geben uns da auch sehr, sehr engmaschig den Ton vor, wie wir die Inhalte, ja, wie sie letztendlich rauskommen. Und das war so der Aufhänger, wo ich denke, das interessiert die Leute, aber dann ziehe ich da die ganze Chemie rein, ja. Ich versuche da schon so möglichst viel Sachen, wo ich denke, das interessiert eigentlich niemanden, und auch tatsächlich Sachen, die man klassischerweise in der Schule lernt, überall unterzubringen, unterzujubeln, wo es halt nur geht. Der Blindspot ist Authentizität. Authentizität ist für mich der Unterschied zwischen den neuen Medien und den klassischen Medien. Und es wird ganz oft missverstanden. Ganz viele sagen, die neuen Medien, das sind die Jungen, und im Fernsehen, das sind die Alten. Und das stimmt nicht. Das ist ein großes Missverständnis. Es ist die Authentizität oder das Gefühl davon. Sondern es ist ja auch unsere Masche, sage ich jetzt mal ganz böse, es wirklich unterzujubeln in der Freizeit, es zu schaffen, mit Unterhaltungsvideos tatsächlich auch noch gesellschaftlich relevante Themen irgendwie zu setzen. Das heißt, Wertevermittlung und Lernprozesse finden beiläufig statt, nicht bewusst hier, wie wir uns gegenseitig da befeuern können und das Digitale nutzen können, um Themen voranzutreiben. Da kommt wieder unsere Verantwortung zurück, wo wir sagen, wir dürfen nicht zulassen, dass diese Ideen oder Falschinformationen den öffentlichen Diskurs dominieren, sondern wir müssen da auch mitmachen. Und am Ende meiner Doktorarbeit kam Funk auf mich zu, also das Online-Angebot von ARD und ZDF, die sich auch jetzt mal gedacht haben, vielleicht müssen wir mal das öffentlich-rechtliche Programm erweitern auf Online-Plattformen, zum Beispiel auf YouTube, weil wir sonst die jungen Leute nicht erreichen. Und mit jung meine ich, für Fernsehsprech ist jeder unter 50 bereits jung. Und jeder unter 30, das ist utopisch. Willkommen in meiner Küche. Hier geht's wie immer um Wissenschaft. Quarks ist eine Wissenschaftssendung mit Moderationsteilen, aber auch mit Einspielern. Alle neu aufgenommenen Quarks-Sendungen mit Mai 2020 ohne Wiederholungen ergeben 10 Stunden und 10 Minuten Material. Und für dieses Filmchen hier musste ich ja sowieso mal alle Moderationsteile und Eigenfilmchen rausschneiden und komme auf eine Zeit von 2 Stunden 15 Minuten. Wenn ich es in der Timeline untereinander anordne, liefert das eine optische Darstellung der Onscreen-Verhältnisse. Und das Wort Chemie? 122 Treffer in 41 Dateien. Also ich finde das total interessant.
und bin total erleichtert über diese Clipfinder-Hilfe mit der In-Dateien-Suche. Wo informierst du dich? Ja, das Studium hat mich ein bisschen zerstört, glaube ich, in der Hinsicht. Nachrichten, da so ähnlich wie du, da gucke ich auch noch Fernsehen. So ein Kommentar von Mighty Nguyen Kim vom Westdeutschen Rundfunk. Im Jahr 2020 war Mai mehrmals Expertin, die einen Kommentar in großen, berühmten Nachrichtensendungen machen durfte. Klingt verlockend. Moment, ich muss mal kurz. Ich bin ein bisschen irritiert von meiner eigenen Rückkopplung. Wer weiß. Und die Frage, die als eifrige Zuschauerin da aufkommt, wie kommt man dazu? Die Antwort liefert folgender Ausschnitt aus dem 4-stündigen Podcast Alles gesagt. Einfach dadurch, dass ich ja beim WDR bin und da auch natürlich mit dem sogenannten Programmbereich 1 auch zu tun habe, ja, der jetzt nicht die Wissenschaft, aber Politik und Nachrichten, wurde ich mal gefragt, ob ich denn generell zur Verfügung stehen würde für einen wissenschaftlichen Kommentar, wo ich natürlich sofort Ja gesagt habe. In der zweiten Aprilwoche, glaube ich, habe ich auf jeden Fall nach Köln so zugerufen zum WDR. Also falls mal irgendwann in den nächsten Wochen folgende Themen, also hatte ich also ein paar Themen auf meiner Herzensliste, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne schon was dazu sagen, wenn ich die Chance bekäme, dann könnt ihr ja an mich denken. Aber ich habe dann einfach nochmal zugerufen, weil ich ja gerade aus der Babypause raus war und habe mich dann sehr gefreut, als ich dann den, ja, man muss sagen, Zuschlag bekommen habe. So muss man das sehen. Es gibt läuft so sowas? Die haben ja die Corona-Themen der Tagesthemen gesagt und haben dann gesagt, ja, wenn du jetzt dazu was sagen willst, dann los. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Ich fahre nach Köln, ja. Habe dann halt schnell was geschrieben, dann noch Mann und Baby eingepackt. Dass sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Und dann sind wir noch schnell nach Köln gefahren, in so ein Corona-improvisiertes Greenscreen-Studio. Ja, und dann war ich abends wieder zu Hause und konnte es sogar noch sehen im Fernsehen. Mai hat sich also auch aktiv eingebracht und sich beworben. Das hätte ich nicht gedacht, aber das motiviert und inspiriert mich jetzt voll. Vielleicht sollte ich mich auch mal mehr initiativ bewerben. Ich denke, das versuche ich mal. Das Schlimmste, was passieren kann, sind Absagen, was dem Status gleichkommt, als ob man es gar nicht erst versucht hätte. Guten Abend. Guten Abend. Weiterführendes Gedankenkarussell. Können Tagesthemenkommentare die Welt verändern oder das Weltgeschehen beeinflussen? Fragezeichen. Ich habe mir mal erlaubt, das Dr. Leyendecker-Zitat von Dr. Merkel ineinander zu verschachteln und kunstvoll übereinander zu schneiden. Die Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim. Auch wenn das manche niemals glauben werden. Hallo? Ah, Frau Merkel. Ja, natürlich können wir die nächsten Videos besprechen. Sollen wir zoomen? Ach, Teamsen, weil Bill Gates auch dabei ist. Okay. Ich zitiere. Ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die leben auf dem ganzen Planeten, sind global stark vernetzt, sind soziale Lebewesen. Die können also nicht ohne soziale Kontakte leben. Die sind hedonistisch veranlagt, die gehen gerne feiern, also besser kann es gar nicht sein. Nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Da haben wir Menschen ja schon mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass du dir den falschen Wirt ausgesucht hast. Also am besten misst man eine Gesellschaft daran, wie sie ihre Kinder, Alten, Kranken, Haustiere und Gefangenen behandelt. Das zeichnet diese Gesellschaft aus. Diese Hilfsbereitschaft, dieser Gemeinsinn sind es, die mich zuversichtlich sein lassen. Ich danke Ihnen. Nochmal! Gesellschaft braucht Wissenschaft. Der Rat von Mighty Nguyen Kim. Herzlichen Dank für das Gespräch und den Rat. Danke. Wissenschaftlerin Dr. Mighty Nguyen Kim. Die Meinung von Mighty Nguyen Kim. Dr. Mighty Nguyen Kim. Hallo? Hallo Elton. Moin Moin. So. Mein Name ist Mighty Nguyen Kim und ich bin Chemikerin. Ein Kommentar zu Wikipedia. Wer hat hier den Artikel optimiert? Push-Nachrichten in der Kategorie Sonstiges. Am 17.04.20 war sie der erste Interviewgast des Formats. 5 schnelle Fragen an. Mighty Nguyen Kim. Zack. Podcast. Gemischtes Hack. Bitte abonnieren. Und direkt darunter die Info, am 23. Juli 2020 erschien der 4 Stunden lange Podcast Mighty Nguyen Kim rettet Wissenschaft die Welt. Der Serie Alles gesagt, der Zeit. Alles natürlich schön verlinkt. Ich finde Referenzen gut. Ich habe das stundenlang gesucht und das finde ich gut, dass das hier mal jemand hingeschrieben hat. Weiter geht's im Programm. Nee, stopp, nicht weiter im Programm. Das Filmchen ist doch schon wieder viel zu lang. Danke an alle, die bis hierhin geschaut haben. Und nochmal vielen Dank für das Feature im 1-Million-Abo-Feature. Und hier ist die Statistik, die zeigt, was für einen Impact die einzelnen Keksempfehlungen auf die verschiedenen gefeaturten Creator hatte. In Orange die im September 2020 dazu gewonnenen Subscriber und in Blau die erreichten Views in diesem Feature-Monat. Hier, das bin ich. Ich habe zum Beispiel fast 3000 Subscriber dazu gewonnen. And the winner is Ranga Yogeshwar mit 20.500 dazu gewonnenen Subscribern im September 2020. Das Special kam übrigens am 3.9.2020 raus. Oh, vielleicht zeigt die Grafik so ein bisschen, wofür sich die MyLab-Zuschauer sonst noch so interessieren. Aber aufgrund der unterschiedlichen Startvoraussetzungen kann man das sowieso nicht 1:1 vergleichen. Präsentation beenden. Keine Sorge, MyLab läuft genauso weiter. Würde ich auch für nichts auf dieser Welt hergeben. Also, falls du mal irgendwann irgendjemanden brauchst, der 3 Tage Videomaterial sichtet und auf ein paar Minuten kürzt, dann kannst du ja mal an mich denken.
Bis dahin, wir sehen uns oder auch nicht. Weitere Details und triviale Fakten klären wir dann beim nächsten Mal. Das holen wir nach und wir fragen, was wird in der nächsten Folge geschehen? Wie oft wurde Tee getrunken? Was für Teesorten wurden getrunken? Welche Teetassen wurden benutzt? Und was ist das hier für ein fancy Konkurrenzgetränk? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Abwarten, Tee trinken und bis dahin, ihr wisst Bescheid, bleibt sicher. Dankeschön, auf Wiedersehen, drückt einfach die Glocke.